und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um die 420 Solarbegriffe in der chinesischen Medizin. Der traditionelle chinesische Mondkalender teilt das Jahr in 420 annähernde gleiche Zeitabschnitte ein. Die UNESCO hat diese 420 chinesische Solarbegriffe im Jahr 2016 zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Die 420 Solarbegriffe sind ein Wissenssystem und eine soziale Praxis, die durch Beobachtung der jährlichen Sonnenbewegungen sowie anhand der Änderung der Jahreszeiten, des Klimas und der Philologie entstanden sind. Im Kreis der internationalen Mythologie werden die 420 Solarbegriffe als die fünfte große chinesische Erfindung bezeichnet. Die allgemein bekannten vier großen Erfindungen Chinas sind das Papier, der Buchdruck, das Schwarzpulver und der Kompass. Der erste festgelegte Begriff war die Wintersonnenwende, vom Zhougong auch Dongzhi genannt, während er versucht, das geologische Zentrum seines Königreiches zu lokalisieren, indem er die Länge des Sonnenschattens auf einem alten Zeitnehmerinstrument namens Tugui maß. Dann wurden vier Jahreszeiten festgelegt, die sich bald zu acht Begriffen entwickelt. Bis 104 vor Christus wurde im Buch Taichu-Kalender die gesamte 420 Sonnenbegriff offiziell in den chinesischen Kalender aufgenommen. Ein Sonnenbegriff ist ein von 420 Perioden in traditionellen ostasiatischen Lunisolarkalender, die einem bestimmten astronomischen Ereignis entsprechen und ein natürliches Phänomen anzeigen. Die Solarthermen wurden auch zur Berechnung der Zwischenmonate im ostasiatischen Kalender verwendet. Welche Monate wiederholt wird, hängt vom Sonnenstand ab. Die Solarbegriffe stammen ursprünglich aus China und verbreiten sich dann in Korea, Vietnam und Japan, Länder im ostasiatischen Kulturbereich. Obwohl jeder Begriff aufgrund der saisonalen Klimaveränderungen in der nordchinesischen Tiefebene benannt wurde, wird er in der verschiedenen Klimazone vom Mensch ohne Änderung verwendet. Dies wird durch die Tatsache gezeigt, dass traditionelle chinesische Hanja und Kanji-Schriftzeichen für die meisten Sonnenbegriffe identisch sind. Die Wissenschaft der Philologie befasst sich mit den im Jahresablauf periodischen wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen in der Natur. Für jeden der 420 Solarbegriffe gibt es unterschiedliche Methoden für gesunde Erhaltung und Behandlung. Akupunktur, Moxibustion, Ernährung, Kräuter, Übungen wie Tai Chi und Qigong und so weiter. Was man isst, ist nach der chinesischen Philosoph einer der Schlüssel zum Gesundbleiben. Es gibt angenommen, dass sich unser Körper besser an die jahreszeitliche Veränderung anpassen kann, wenn wir Nahrungsmittel konsumieren, die in der Natur der äußeren Umgebung ähnlich sind und so eine harmonische Qi-Energie, auch bekannt als die Lebensenergie jedes Körpers. Wenn der Qi-Fluss mangelhaft oder gestört, wahrscheinlich tritt eine Krankheit auf und ihr allgemeines Wohlbefinden verbessert. Die 420 Solarbegriff 24 und die Technik der Verwendung saisonaler Lebensmittel als Leitmittel zur Stärkung der Immunität zu herrschen, ist es wichtig, die 420 Solarbegriffe zu verstehen. Es ist ein alter chinesischer Mondkalender, der saisonale Veränderung, besten landwirtschaftlichen Praktiken sowie Wellness-Tipps basierend auf dem Sonnenstand in der Ekliptik das ganze Jahr über anzeigt. Frühling, Li Chun, Frühlingsanfang, 4. Februar. Li Chun ist als erster Sonnenterm des chinesischen Mondkalenders bekannt.
und stehen für den Beginn des Frühlings, eine Zeit der Wiedergeburt und Erweckung. Der Frühling wird in der chinesischen Fünf-Elemente-Theorie mit Holz in Verbindung gebracht, die darauf hindeutet, dass der menschliche Körper, genau wie Pflanze, eine neue Phase des Wachstums erleben werden, in der wir unsere Yang-Energie für eine bessere Gesundheit mehr nähren sollten. Das Holzelement entspricht auch unserer Leber, ein Organ, das die gesamte Qi-Energie und unsere Emotionen steuert. Im Frühling sollen wir mehr Daten, Spinat, Zwiebel, Sojabohnenprodukte, Radieschen, Gurke, sauer Zitrusfrüchte zu uns nehmen und auf den Verzehr von Fett und starke Gemüse-Lebensmittel verzichten und lieber für einen reibungslosen Qi-Fluss und eine bessere emotionale Gesundheit zu Entgiftung. Yushui, Regen, Wasser, 19. Februar. Wie der Mann Shun sagt, steht dieser Begriff für eine Zunahme der Niederschläge. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, Regen im Frühling ist so kostbar wie Öl. Was die Bedeutung des Regens für die Pflanzen und die Landwirtschaft bedeutet. In Sichuan, in Südwestchina, schmoren die einheimischen Schweins, Haxen mit Bohnen und Algen in einem irdenen Kochtopf. Viele Menschen in Nordchina kochen Schweine und Herdentasche Knödel. Dazu mischen sie Schweinefleisch, chinesische Schnittlauch, Ingwer und Salz, um es zu füllen, der Knödel zu machen. Jinje, das Erwachen der Insekten, 5. März. Die Chinesen essen gerne in dieser Zeit Nüdagun oder Rodenesse. Es ist ein Klebreiskuchen mit süßen, roten Bohnenfüllen und umhüllt mit zuckerähnlichen Sojabohnenmehl. Ein weiteres beliebtes Gericht ist gebratenes Eier mit chinesischem Schnittlauch. Chinesischer Schnittlauch wird in der Natur als wärmendes Nahrungsmittel angesehen. Daher glauben die Chinesen, dass er ihnen helfen wird, ihre Yang-Allergie zu nähren, indem sie ihn im Frühling essen. Chunfen, die Frühlingstag und Nacht gleich, 20. März. Chunfen fährt auf den Tag, an dem die Sonne genau auf den himmlischen Breitegrad von 0 Grad steht. Die Frühlingstag und Nacht gleich signalisiert die gleiche Länge von Tag und Nacht. An diesem Tag pflügen die Chinesen auf dem Land am Rad in freier Wildbahn. Blanchieren ihn dann einfach in kochendem Wasser und servieren ihn mit Salz und Sojasauce. Ein weiteres saisonales Delikatessen sind Bambusprosse Gerichte wie gebratene Eier mit zerkleinender Bambusprosse und gebratene Bambusprosse mit gerauchter Speck. Qingming, klar und hell, 4. April. Qingming symbolisiert typischerweise die Frühlingszeit. Es bedeutet, dass die Menschen nach draußen gehen und das Grün genießen und sich in den Graben der Verstorbenen kümmern sollten. Es wird auch Grabfegetage genannt. Das Saisonalessen ist Qingtuan, ein smaragdgrün gefärbter Klebereis durch chinesische Beifußpflanze. Dieses Dessert ist mit einer köstlichen Rot-Bohnenpaste gefüllt. Alle Speisen sollen kalt verziert werden. Zur Vorbereitung auf das Fest wird Sanzi oder Hanju gekocht. Das sind knusprig frittierten goldene Teige, Stängel aus Reis oder Weißmehl, Eier, Sesam und Salz. Manchmal wird es auch als Shiba-Fang bezeichnet. Guyu, Kornringe, 19. April. Wenn Guri kommt, ist es aufgrund des warmen Wetters und der vielen Regenfälle die beste Zeit, um Getreide wie Reis und Baumwolle anzubauen. Das beliebte Gericht ist gebratenes Ei mit chinesischen Tongknospen, Chun. Die Dong-Leute in der Provinz Guizhou kocht am Tag des Guyu gefärbte Klebereis und verwendete Blätter von Vaseline, Lilium, Black Turcum als schwarzes Pigment.
um die Reise zu färben. Sie zerschlägen die Blätter und filtern sie. Dann wurde der resultierende exakte zu ungekochte Klebereis gegeben. Die Mischung wurde über Nacht stehen gelassen und dann gekocht. Die Chinesen glauben, dass sie am Tage des Guyu gepüffte Teeblätter die Augen erhellen und böse Geister abwehren. Was das Teetrinken an diesem Tag zu einer saisonalen Tradition macht. Sommer. Lixia, der Beginn des Sommers. 5. Mai. Lixia bedeutet das Ende des Frühlings und die Ankunft des Sommers und ist die Hauptzeit für die Eltern. Das Wetter wird wärmer und auch Gewitter würden häufiger auftreten. Der Sommer gehört in der chinesischen Fünf-Elemente-Theorie zum Feuer, das die reichliche vorhandene Energie des Menschen am heißen Sommertag symbolisiert. Es zeigt, wie wichtig es ist, ihren Körper, insbesondere ihr Herz mit Nahrungsmitteln zu nähren, die in Kaltenergie transportieren, um sich kühl zu halten und Hitzerschöpfungssymptome wie starkes Schwitzen, Herzklopfen, Schlaflosigkeit und Angstzustände zu lindern. Frisches Gemüse wie Lotuswurzel, Waskupis, Gurken, Sellerie und Früchte wie Erdbeer, Wassermelonen, Bananen sind die wichtigsten Lebensmittelempfehlungen für den Sommer. Es ist auch gut, mehr bitteres Grün wie Bittermelonen, Escargot, Grünkohl und Mangold zu haben. Xiaoman gibt kleine Knospen, 20 Mai. Xiaoman bedeutet, dass die Samen des Getreides vorwenden, aber nicht reif sind. Es ist eine Zeit der Feuchtigkeit und Hitze. Um gesund zu bleiben, sammeln die Chinesen die Saudiste im Feuer Wildbaum und kochen sie als Gerichte. Nach der traditionellen chinesischen Medizin hilft es, ihr Herz zu schützen. Wenn sie im Sommer bitteres Essen zu sich nehmen, Bittermelonen ist das saisonale Lebensmittel für den Sommer. Sie können Bittermelonen mit Eier oder Schweinefleisch braten. Und in der Gegend von Guilin ist das beliebte Gericht die mit Schweinefleisch gefüllte Bittermelonensuppe. Kirsche ist die erste Obstsorte, die im Sommer reif ist. Mang Zhong, gekleidet im Ohr, 5. Juni. Während der Mangzhong-Zeit ist das Wetter heiß und feucht. Und die Menschen fühlen sich schläfrig und haben Appetitlosigkeit. Um alle einen guten Appetit zu geben, versorgt uns Mutter Natur mit grünen Pflaumen. Sauer im Geschmack. Pflaumen werden zu Nahrungsmitteln und Getränken wie Sauen, Pflaumengetränk, Pflaumensauce und Pflaumenwein zugesetzt. Es ist die beste Zeit, Gurkengerichte zu kochen. Xiazhi, Sommerwende, 21. Juni. Xiazhi markiert den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres für die Bewohner der nördlichen Hemisphäre, die in China oft als Erntedankfest gefeiert werden. Die Menschen würden ihre Vorfahren mit Speiseopfer aus frischen Weisen wie Nudeln und Reis verehren. Um für Frieden und gute Ernte für die kommenden Sommertage zu beten. Während des Xiazhi erreicht die Yang-Energie ihren Höhepunkt und es wird empfohlen, etwas länger als gewöhnlich aufzubleiben und die Früh aufzustehen, um ein ausgeglichenes Qi zu trainieren. Xiaoshu, kleine Hitze, 6. Juni. Das ist der Auftakt zu den Hungstag, den heißesten Tag der Saison. Um Hitze zu vertreiben und gesund zu bleiben, kochen Chinesen Lotuswurzel, Gerichte und Mongobong Kongji, die bei der Linderung von Entzündungen und innerer Hitze hilfreich sind. Nach der traditionellen chinesischen Medizin kann das Getränk heiße Hammersuppe die Kälte in ihren Körper zerstreuen und ihre Gesundheit nähren. Daher das Sprichwort ein Schüssel Hammersuppe während der Sanfu-Tag hält den Atem. Da Shu,
Große Hitze, 22. Juni. Dashu symbolisiert die zweite Phase der Sanfu-Tage, die heißeste Zeit des Jahres. Extreme Hitzewellen können ernsthafte Gesundheitsrisiken wie Austrocknung, Hautempfindlichkeit, Fieber und Hitzschlag darstellen. Um das Risiko zu reduzieren, serviert man in China Glas Genie mit Milch oder Fischobst. Glas Genie ist eine schwarze oder grüne genieartige Substanz, die einen milden und leicht bitteren Geschmack hat. Es kann eine verbrannte Zunge lindern und Halsschmerzen heilen. Genie aus schwarzem Glas wird aus der Pflanze Mesona Palus Tris, Schwarzzinkzau, hergestellt. Während der Pflanze Cicli Barbata Miese zur Herstellung von Genie aus grünem Glas verwendet wird, um beide Sorten von Glas Genie herzustellen. Werden die Blätter der Pflanze in Wasser gekocht, dann abgekühlt und eine G-artige Substanz gebildet. Herbst. Li Qiu, der Herbstanfang, 7. August. Obwohl die Hitze des Sommers derzeit noch in der Luft liegt, hat der Herbst laut chinesischem Mondkalender offiziell begonnen. Li Qiu ist der erste Sonnenturm der neuen Saison, der den Beginn kühlerer Monate und eine Übergangszeit in ein trockeneres Klima widerspiegelt. Der Herbst wird in der chinesischen Fünf-Elemente-Theorie mit Metall in Verbindung gebracht. Es korreliert mit unserem Lungensystem und der Farbe Weiß, wo Chinesen oft Lebensmittel in Weißfarbe wie Schneepilze, Lotussamen, Lilikrone konsumieren, um die Lunge zu ernähren. In Zeiten wie diese ist es besonders wichtig, unsere Lunge gesund zu halten, um Atemwegsviren abzuwehren. Daher ist es ratsam, nicht nur mehr weiße Lebensmittel zu sich zu nehmen, sondern auch Lebensmittel, die den Körper Feuchtigkeit und den Stoffwechsel, Ananas, Misper und Birne. Chushu, Ende der Hitze, 22. August. Endlich lässt die Sommerhitze nach. Die Sonne brennt sich nicht mehr und die kühle Brise beginnt gelegentlich zu erscheinen. Das Essen von Ente ist ein traditioneller Brauch von Chushu in Peking und vielen Teilen Chinas. Da das traditionelle Gericht für Chushu Ente ist, ist das bekannteste Gericht Peking Roasted Duck in Peking. Ein weiteres saisonales Gericht ist die süß-sauer Lotuswurzel. Es kann helfen, die Verdauung zu verbessern, das Immunsystem zu stärken, die Stimmung auszugleichen und Depressionen zu lindern. Bailu, weißer Tau, 7. September. Ab dem ersten Tag von Bailu wird überall weißer Tau gesicht. Von Blumen über Gräsern bis hin zu Bäumen. Tagsüber ist es noch warm, nachts aber kalt, was zu Taubilden führt. Das Klima wird trocken, was bei manchen Menschen Husten auslösen kann. Um gesund zu bleiben, essen die Menschen Longan und Birne, die gemäß der Theorie der traditionellen chinesischen Medizin mild und Feuchtigkeit spendet sind. Der Chrysanthemum wird in dieser Zeit auch als Kochzutat verwendet. Das beliebteste Gericht ist Kongji mit Chrysanthemen und Goji-Bären. Qiufen, die Herbst, Tag und Nacht gleich, 22. September. Ähnlich wie bei der Frühlingstag und Nacht gleich ist Qiufen die Zeit, in der sich die Sonne nach Süden bewegt und fast direkt auf den Äquator scheint. Mit blühender Osmanthus und Chrysanthemenblüten und dazu einmal mit chinesischen Wohlhandklaven wird dieser Zeitraum begangen. Hanlu, kalte Tau, 8. Oktober. Hanlu bedeutet das offizielle Ende des Herbstes, wenn die Morgendämmerung mit einem feuchten Land erwacht und Tautropfen über Blätter und Blüten glitzern. Es ist viel kälter als der weiße Tau.
Chinesen haben eine sehr lange Geschichte des Konsums von schwarzen Sesam wegen seiner Gesundheitsförderung und Anti-Aging-Vorteil. Der Sesam wurde geerntet und Snacks wie Sesam-Knusperkuchen, Sesam- und Mungo-Bohrkuchen sowie Pfannkuchen sind in dieser Saison besonders beliebt. Die Herstellung von Chrysanthemenwein aus Klebereis, Grünhefe und Chrysanthemenblüten und Blätter rund um Hanlu hat in vielen Gebieten Südchinas Tradition. Der Wein wurde vor dem Getränk ein Jahr lang verschlossen. Shuangjiang, vorster Abstieg, 23. Oktober. Nach Shuangjiang wird das Wetter noch kälter und manchmal gibt es starke Frost. Die Tage sind winterlich. An den Tagen von Shuangjiang essen die Chinesen oft Kaki, um gegen die Kälte zu kämpfen. Diese sollten den Körper warm halten und die Haut, besonders die Lippen, mit Feuchtigkeit versorgen. Chinesische Radieschen hat Saison und ist in dieser Zeit das beliebteste Gemüse. Chinesen glauben, dass es mehrere gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann, wie zum Beispiel Hustenlindern, den Cholesterinspiegelsenkung und den Blutdruck stabilisiert. Winter. Nidong, der Beginn des Winters, 7. November. Nidong signalisiert den Beginn des Winters, in dem die Jahreszeit ganz in Zeichen für Ruhe und Energietanken stehen. Der Winter gehört in der chinesischen Fünf-Elemente-Theorie zu Wasser. Was bedeutet, dass wir unsere Yang-Energie nicht stören und unsere Yin-Energie mehr nähren sollten, um Kraft aufzubauen. Bevor wir in der wärmeren Jahreszeit den Frühling antreten. In der TCM entspricht der Winter unserer Nieren und es wird angenommen, dass eine gute Qi-Energie im Organ, die Knochen, das Gehirn, sowie das Fortpflanzungssystem und die Harnwerke gesund hält. In der kalten Jahrzeit sollten wir eine angemessene Menge fett- und proteinreiche Lebensmittel wie Rindfleisch, Eier, Daten, Pilz, Klebereis und schwarze Pilze zu uns nehmen, um den Körper warm zu halten. Es ist auch notwendig, weniger Salz zu sich zu nehmen, um die Gesundheit der Nieren zu erhalten und eine bestimmte Menge an Yin-Nahrung für eine ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen. Xiaoxue, kleiner Schnee, 22. November. Der zweite Sonnenturm des Winters ist Xiaoxue, der den ersten Schneefall der Saison in Nordchinas markiert. Wenn die Temperatur während der Xiaoxue weniger sinkt, wird sie daran erinnern, mehr heiße Suppe und Yang warmes Essen wie Hühnchen, Hammerfleisch und Ingwer zu sich zu nehmen und sich warm zu halten. Daxue, großer Schnee, 7. Dezember. Rund um Daxue kommen die salzigen Kräuter von der Blattsalat auf den Tisch. Viele Familien kochen und servieren eine heiße Suppe aus gesalzten Kräutern mit Senf zum Abendessen, die diese viele Vitamine für die kalte Zeit freigibt. Ein weiteres beliebtes Gericht ist süße Kartoffel-Congee, das sie warm hält. Süße Kartoffeln sind eine großartige Quelle für Ballaststoff, Vitamine und Mineralstoff. Es ist auch gut für die Darmgesundheit. Dongzhi, Winter-Sonnenwende, 22. Dezember. Wenn Dongzhi ankommt, werden oft auf den nördlichen Hemisphären die kürzeste Tageslichtperiode und die längste Nacht des Jahres erleben. Dongzhi ist das zweite wichtigste chinesische Fest nach dem chinesischen Neujahr, das als Zeit der Familien zusammenführen gefeiert wird. Abgesehen von der Herstellung und dem Verzehren von Knödel ist es für Chinesen auch eine Tradition, die Ankunft des kalten Wetters mit Jiaozi und Tangyuan, süße Klebereisbällchen zu feiern, ein delikates Essen, die die Wärme und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familien symbolisiert. Xiaohan, leichte Erkältung, 5. Januar. Xiaohan bedeutet, dass das kalteste Wetter in den meisten Gebieten Chinas dominiert, aber noch nicht die niedrigste Temperatur des Winters erreicht hat.
Wenn Xiaohan mit Empfehlung mehr Longan Fruchtfleisch, Lotussamen, Kastanien und Inno-Tetak zu sich zu nehmen und kalte Speise wie Mongobohne und Kaki sowie klebrige Speise wie Eiscreme und gefrorene Getränke zu vermeiden, um ihre Qi-Energie zu steigern und verkehren. Dahan, große Erkältung. 20. Januar. Bekannt als der nächste Sommerturm des Jahres, markiert Dahan den Beginn der kältesten Periode im Winter. Es ist an der Zeit, mehr auf ihre Gesundheit zu achten und sich auf die jahreszeitliche Veränderung von Winter bis Frühling vorzubereiten. Es ist besser, leichte verdauliche Warmlebensmittel wie Reis und süße Kartoffeln zu sich zu nehmen, um ihren Körper zu helfen, sich an kaltes Wetter anzupassen. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr könnt Sie gut informieren. In regelmäßigen Abständen werde ich neue Informationen zum Thema TCM veröffentlichen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund!